beim Apotheker Zwirn gebe. Ich brauche etwas gegen, hab ich gesagt, gegen Zwiezel, Zwarzel, Weidam. Mich reißt zu ins Wurzlein, das zwiezelt, für der Zwing bis zu der Zwarzel, und gruselt und zwuselt immer dem, ist nicht zu Aas halten. Ist gewiss, der Reismatistik, hat der Apotheker gesagt, der Dürr Apotheker Zwirn gebe. Da habe ich als Hausmittel drauf, hat er gesagt. Wo nur Apotheke von alten Kraut und Schlorn, der Dürr Apotheke Zwirn gebe, hat seine Hausmittel nur selber hergestellt. Haut ein Wörtschlöcken um und Hulzhummer, wo ist ins Klo eingegangen, ins Klo eine, zwingst der Blixploxionsgefahr. Enexus perplexus crodex padobrex, haut des Pulver geheißen. Braucht man nicht nimmer, hat er gesagt, der Apotheker Zwirngiebel. Reicht, wenn man's aufsagt. Wo nur von alten Kraut und Schlorn, der Dürr Apotheker Zwirngiebel. Enexis perplexus crodex patobrex. Einmal aufgesagt, ist es Zwurzelreißenweg. Zweimal aufgesagt, ist es Zwängseln und Zwangselnweg. Dreimal aufgesagt, bist wieder Blutzel, Munterl, wie ein neigeborenes Schwammerl, hat er gesagt, der Dürr Zwirngiebel. War nur Apotheke von alten Kraut und Schlorn. Meine darfst nicht aufsagen, hat er gesagt. Viermal war eine Überdosis. Und wenn's nicht hilft, hab ich gefragt. Oh, da weiß sie nur, Mittel. Ein Geheimmittel, hat er gewispert. Kennen bloß nur die ganz alten Apotheker. Kennt siehst kein Mensch mehr, hat er gewispert in mein Linksohrwaschlein. Wenn alles nix hilft, muss das verhinten nehmen, verstehst? Es Enexus perplexus crodex patobrex musst verhinten anfangen und vorn aufheien, verstehst? Das habe ich dann gemacht. Von hinten hat's geheißen Berpodax Kerzork Zuxel Prep Suxene. Ob's das glaubst oder nicht? Schon wurde Pumperl gesund, wie ein neugeborenes Wammel.